Moin, moin, Leute, zurück zu einer weiteren Folge der Hinterkaifeck Folge 90. Ja, in der heutigen Folge, ja, wir haben 5 Uhr abends. Das ist für uns noch kein Feierabend. Wir haben unseren 6820 Premium mit einem Annaburger von Lohnunternehmen. Weil der Lohnunternehmen ist hier auf dem Strohfeld auch. Ich weiß nicht, hier sieht man, ja, doch, da hinten sieht man ihn. Den 46 mal wieder. Mit der Premus hat er uns da hingestellt. Müssen selbst alles machen, aber ist nicht das Problem. Ja, er hat wenigstens unseren großen Kipper zur Verfügung gestellt und wir fahren noch mit unseren eigenen 2,8 Tonner. Und ja, mittlerweile habe ich auch den Mähdrescher sauber gemacht. Hier steht auch noch die Krone Comprima, die brauchen wir auch noch. Da müssen wir noch kleine Ballen pressen von dem Feld 12, das Haferfeld. Aber ich würde sagen, ja, wir fahren erstmal mit den John Deere dahin. Und mal Gas. Ja, wie gesagt, wir machen Strohpellet. Halt mich für den Schienen zur Not. Ja, können wir da ein bisschen Geld rausmachen, weil ich habe hier noch ein bisschen einen Plan. Wir sind zwar wieder relativ gut beim Geld. Wir haben ein bisschen Brennholz verkauft. Deswegen haben wir 11.000 wieder auf dem Konto. Ja. So, ich stelle mal die Trecker hin. Wir fahren hier einfach mal hier rein. Beide auf dem Feld drauf. Jetzt holen wir gleich noch den 614er mit den 2,8 Tonnen hier hin. Das soll wohl weit genug sein. So. Wo haben wir den Annaburger? Jetzt holen wir mal endlich noch den 614er hier hin und dann können wir uns auf den 10 Benzin 46 machen und die Pelletsernte beginnen. Ja. Ja, wir laufen jetzt gerade mal eben schnell dahin. Unseren 614er. So, machen wir den an. Na, jetzt los. Und man Gas. Ja, ich hoffe, Strohpelletsernte lohnt sich. Weil für meine Investition habe ich auf jeden Fall ein bisschen was vor. Ich will unseren Milchkuhbestand aufstocken. Und unsere neuen Tiere endlich. Also eigentlich erstmal unsere neuen Tiere kaufen. Und wenn da noch Geld übrig ist, erstmal noch ein bisschen den Kuhbestand erhöhen. Aber erstmal abwarten, wie die Strohpelletsernte wird. Ja, fahren wir alles in die Strohpelletsfabrik hier. So, fahren wir mal langsam hier drauf mit unseren 614er. Gehen uns hinter den Annaburger Anhänger hier hin. So. Ja, das sind unsere beiden Abfahrgespanne für die Strohpelletsernte, aber. Und wollen wir mal schauen, wie schnell der Folge die Strohpelle jetzt verschiebt. So, einsatzbereit ist sie. Hab schon alles durchgeguckt und der Lohner auch nochmal. Ist uns eigentlich nur noch zu. Träger an. Willkommen in Ihrem Feld. Hey, ja, wir kommen in den Feld. So. Bisschen Handgas. Stoppwelle. Runter. Und Gas. So, maximal mit 10 fahren wir. Das wird ausreichen. Ah, vielleicht auch. Können wir ruhig, wenn der Trecker schafft. Okay, 10 ist Maximum anscheinend. Gut. Dann können wir den Tempomat auch 10 lassen. Dann fahren wir mit 10 gemütlich hier jetzt her. So, wir machen Strohpellets. Wie gesagt, von dem Geld will ich in unsere neuen Tieren investieren. Und wenn noch Geld übrig ist, vielleicht auch noch ein kleines Bauprojekt starten. Aber mal schauen. Weil momentan haben wir auf dem Hof ja nur unsere Milchkühe, rein Milchkühe. Und ja,
Vielleicht möchte ich noch einen kleinen Rinderstall bauen. Müssen wir mal schauen, wie das also geldmäßig aufgeht, ne? Aber jetzt pressen wir erstmal unsere Popelitz. Da sieht man unseren guten alten Erhalt. Gut neu aufgebaut, alten Stall. Und ja. Wollen wir vielleicht noch einen Stall zulegen. Aber ich denke mal erstmal wieder das Geld von den Pellets. Ja, in die neuen Tiere reinfließen. Ja, es ist abends, wie gesagt, 5 Uhr. Für uns noch lange kein Feierabend. Wir gehen jetzt noch hier die Fett in die Strohpellets-Erne rein von unseren P20. Und erstmal vielen Dank an den super tollen Support von euch allen. Und ja, wie gesagt, ja, Hinterkaifeck Folge 90 ist mittlerweile. Jetzt schon viele Folgen auf dem Karte gemacht. Schreibt mich mal gerne in die Kommentare, ob ihr noch Lust auf dem Projekt habt oder ob ich dafür ein anderes Projekt machen soll. Also ich muss hier unbedingt jetzt nicht weg aus dem Hinterkaifeck. Ich finde die Karte immer noch cool. Das Einzige, was mich ein bisschen stört an der Karte, da bin ich auch jetzt ganz ehrlich, wäre noch schön, wenn noch ein paar andere Früchte drinnen wären, so wie Dinkeln. Und die vielleicht Horst Extensions ready wäre und so. Aber es sind so Kleinigkeiten. Aber diesmal ist bloß ready und das ist schon mal gut. Wie gesagt, bisschen Strohpellets fressen hier. Wollen wir mal schauen, wo die Zukunft hier hingeht, noch mit unserem Betrieb. Folge 90 sind wir mittlerweile schon. Mal gucken, wie schnell das Wasser leer geht. Also Melasse. Jo. So, wir nehmen alle zweite Bahn. Weil der C46 nicht gerade der wendigste Trecker ist. Aber unser John Deere hat die Presse nicht geschafft. Die Presse braucht 350 PS. Das heißt, da muss der Rona uns einen Trecker stellen. Und ja, deswegen fährt unser John Deere auch mit einem Anaburger Anhänger ab. Der Anaburger Anhänger, der wäre noch was für unseren Betrieb. Ist zwar ein bisschen groß, aber für weitere Transportwege oder so, oder zum Maishäckseln, werde ich mir den wahrscheinlich nochmal ausleihen von Rona. Denke ich mal. Weil schließlich müssen wir hier auf Hinterkaifeck ja auch noch unsere Mais ernten. Und unsere Kartoffeln müssen auch bald noch aus der Erde. Das kommt auch noch. Aber jetzt, wie gesagt, erstmal die Strohpellets fressen. Und dann ganz in Ruhe weiterschauen, wie es weitergeht, ne? Ich meine, wenn alle Stricke reißen, zählen die Strohpellets auch als Einstreu. Steht nicht drin, steht nur Stroh. Weiß ich nicht, ob Strohpellets auch als Einstreu zählt. Müsste ich mal ausprobieren, aber zur Not haben wir ja noch ein Feld Hafer, was wir noch pressen zum Ballen. Das wird wohl dann reichen. Hoffe ich mal. Ja, hier ist ein bisschen Getreide leider nicht angegangen. Das ist schade, aber man kann es nicht ändern. Und wir haben ja gleich schon die ersten über 8 Tonnen fast Strohpellets. Bunker hinten ist auch gleich voll. Mal gucken, wie die Strohpellets hier runterkommen. Und dann schauen wir mal weiter.
Gut, dann nehmen wir jetzt dort die hinteren Anhänger. Ja, die Strohpellets kommen anscheinend doch nicht hier von der Fläche, aber die andere Fläche werden wir trotzdem runter einpressen. Weil unsere Kühe über Winter, wenn wir die vielleicht sogar noch aufstocken oder so, müssen wir auf jeden Fall dann schauen, wie wir das machen. Und wir müssen dann unsere Silos mal langsam aufdecken. Also, warm, ne? Ja, wie gesagt, Folge 90. Lange, lange Zeit schon hier auf dem Projekt verbracht. Auch einige Spielstunden. Den ein oder anderen Livestream mit euch zusammen. Das macht natürlich immer Spaß, Livestream. Und ja, wie gesagt, ich würde sagen, ich werde hier noch ein bisschen weiter Strohpellets machen. Und wir hören uns in der Folge 91 wieder. Bis dahin, euer Paulus. Ciao.